dann kam das CI und dann kamen die Töne von zwei Seiten. Das macht sehr viel mehr Spaß, mit zwei Ohren zu hören, als nur mit einem. Und ja, mit dem CI ist es möglich, sich wieder überall zu beteiligen, überall hinzugehen, auch Konzerte zu besuchen und die Musik auch wieder auf beiden Ohren zu genießen, auch wenn es am Anfang ungewöhnlich sich anhörte. Ich merke das ja, dass es immer besser wird und viele Dinge, die vor einem halben Jahr nicht möglich waren, die funktionieren, das geht. Man kann es gut verstehen, ist eigentlich wieder fast wie normales Hören. Macht das Essen gehen auch wieder Spaß. Ja, man ist auch nicht so isoliert oder man kapselt sich nicht so ab, weil man sagt, man versteht ja sowieso nichts und sitzt nur da und lächelt freundlich, sondern man kann aktiv auch mit am Gespräch sich beteiligen. Ja. Ja, also ich spiele gerne Klavier und das macht mir Spaß. Dann habe ich einige Jahre nicht gespielt. Einfach, weil es keinen Spaß gemacht hat, dass kein Hörgenuss war und man auch das Gefühl hatte, es fehlt so viel und man kann es nicht verbessern, weil man es einfach nicht richtig hört. Und dann kam das CI und dann kamen die Töne von zwei Seiten. Also ich selber finde es einfach so grandios, dass ich wieder mit zwei Ohren hören kann und das für alle so viel einfacher ist, für meine Mitmenschen, für mich ganz besonders, dieses natürliche Miteinander einfach wieder, dass das wieder da ist. Das kann man jedem nur wünschen und da muss niemand Angst haben vor dieser relativ kleinen Operation. Das ist nichts Schlimmes. Also ich kann wirklich nur sagen, wenn jemand schlecht hört und der Ohrenarzt sagt, man könnte ein Kandidat für ein CI sein, sollte jeder das in einem Zentrum untersuchen lassen, ob er Kandidat ist und soll sich möglichst schnell entscheiden, das zu machen.